Musik? Wo kommt sie her? Etwas in diesem Haus findet keine Ruhe. Wo kommt diese Stimme her? Welche Stimme? Ich kann sie kaum hören. Ich wünschte, ich könnte die Worte verstehen. Hallo? Monsieur Geist? Würdet ihr das bitte unterlassen? Wir nähern uns. Ich kann es spüren, Hawk. Seht euch das an. Der ganze Plunder meines Bruders ist hier. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Bartrand war ziemlich sentimental. Das hier stammt aus unserem Anwesen in Orsama. Als ich 7 war, habe ich einen der Teller unserer Mutter fallen lassen. Mein Bruder hat mich darauf hinein... Das war die Arbeit der Kunsthandwerker des Hauses Saldras. Der Ton stammte aus dem Aedros-Atuna-Fluss, der niemals die Sonne gesehen hat. Ah! Er war wütend wegen einem Stück Geschirr? Ich glaube, für Bartrand war es nicht einfach nur Geschirr. Für ihn stand dieser dämliche Teller für die gesamte Stadt Orsama. Mächtige Magie oder viele tausend Tode müssen sich hier zugetragen haben. Ich glaube nicht, dass ich das... Das wird nicht durch irgendein beliebiges Artefakt hervorgerufen. Der Götze ist immer noch im Haus, Hawk. So muss es sein. Was das hier auch ist. Es ist wütend. Seid ihr real? Ihr müsst hier raus, bevor es zurückkommt. Wo ist der Götze? Welcher Götze? Verschwendet meine Zeit nicht mit euren Lügen. Sagt mir, wo er ist. Ich wollte zwar auch nicht zum Essen bleiben, aber ich glaube, die paar Minuten, um sie ausreden zu lassen, haben wir. Sie verbirgt etwas, Hawk. Lügt mich nicht an. Ich weiß, dass er hier ist. Ihr müsst ihn gefunden haben. Ich schwöre, ich weiß nichts über einen Götzen. Bitte! Herr Bauer, nein! Es fängt wieder an! Ah!
wissen müssen, dass Bartrand mich belügt. Natürlich hat er ein Stück der Statue für sich behalten. Stellt euch vor, was wir damit tun könnten. Wir sind hier, um das aufzuhalten, was für diesen Ärger verantwortlich ist. Jetzt haben wir die Ursache gefunden, also vernichtet das Ding. Ich weiß, das war unser Plan, Hawk, aber Pläne ändern sich. Das Bruchstück könnte sich als äußerst nützlich erweisen. Ich brauche dieses Ding. Das alles hat mich 6 Jahre meines Lebens gekostet. Das Bruchstück ist meine einzige Hoffnung, Bartrand heilen zu können. Es ist meine einzige Chance, irgendetwas von dem hier wieder gut zu machen. Na schön, aber seid vorsichtig damit. Ich wusste, ihr würdet mich verstehen, Hawk. Lasst uns von hier verschwinden. Was ich von diesem verfluchten Haus gesehen habe, reicht jetzt schon für mindestens 3 Leben. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch mit Kommentaren über Magier, Templer und dergleichen sehr zurückhaltet. Andere... Das sind für mich nur viele Menschen, die Röckelt. Ich verwechsel sie. Das bezweifle ich doch sehr. Über das Thema wird ständig geredet. Was ihr nicht sagt. Und ihr habt dazu... keine Differenz? Meinungen sind wie Hoden. Wenn man hart genug hineintritt, ist es egal, wie viele man hat. Das ist... Dass wir... Ihr habt schon wieder dieses nervöse Zucken, Hawk. Macht euch keine Sorgen. Ich werde mit dem Bruchstück vorsichtig sein. Und wenn jemand weiß, dass ich vertrauenswürdig bin, dann ihr. Ich soll nervös sein? Ach was. Verfluchte Bruchstücke des Bösen, die Leute in den Wahnsinn treiben, geben mir immer so ein beruhigendes, wohliges Gefühl. Seht ihr, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Was nehmt ihr? Edwina, wir brauchen hier was zu trinken. Hawk, oh, das ist wirklich zu peinlich. Ich werde euch zuhören, Varric. Egal, was es ist. Beim Erbauer, ich hasse es, wenn ihr so vernünftig klingt. Könntet ihr mich nicht zur Abwechslung mal einen dreckigen Nackküsser nennen? Hört zu, ich möchte euch einfach nur sagen, dass es mir eine Ehre war, euch zu kennen. Werdet ihr etwa sterben? Oder sterbe ich? Warum seid ihr auf einmal so ernst? Beruhigt euch, ich musste das einfach nur loswerden. Wisst ihr, dass es auf den Tag genau 6 Jahre her ist? 6 Jahre, seit ich euch aus Bartrands Arbeitszimmer schleichen sehen habe. Auf das, was noch vor uns liegt.